Klatsch mal zweimal in die Hände, es wird dir gefallen, was okay. Da passiert. Und? Mensch. Ja, Paul. Uli. Da bist du ja. Hier war Chaos wahrscheinlich, oder? Es war ein bisschen was los, mussten ordentlich durchlüften, durchbohnern. Für all diejenigen, die es vielleicht doch noch nicht kennen. Ich bin seit Staffel 1 dabei. Erklär mal ganz kurz noch das Konzept. Es kommen 10 hochkarätige Spaßkanonen hier rein, für ganze 6 Stunden, tatsächlich ohne Pause. Ist da auch noch irgendwo ein Klo hier, oder? Ja, also das ist der einzige Raum, wo wir keine Kamera haben. Okay. Ansonsten haben wir hier über 40 Kameras, diesmal sogar 41. Ja, ich wollte nur einen drauflegen, die überall verteilt sind. Das siehst du so ein bisschen hinter diesen verspiegelten Scheiben. Ja. Also wenn jetzt du mal ganz genau hinguckst. Steht ein Mensch. Oh, den, glaube ich, den haben wir hier vergessen. Ansonsten sind hier auch kleine Überraschungen eingebaut, zum Beispiel ein Herd, der funktioniert sogar. Ich würde ihn jetzt nicht anmachen, Techniker ist nicht im Haus, nicht, dass irgendwas schief geht. Die Glocke funktioniert. Aber dann passiert nichts. Ja, ich bin jetzt auch ein bisschen enttäuscht. Der Kühlschrank kann einiges. Also im Kühlschrank war schon mal sprechendes Gemüse drin. Ja. Wir hatten auch mal so ein kleines Tierchen drin, das reagiert hat. Jetzt im Moment ist der Sam da drin, der räumt den Kühlschrank einfach auf. Danke, Sam. Hinter dieser Wand ist der Gang in mein Control Room. Normalerweise geht das automatisch. Jetzt mache ich das selbst. Also hier hinten ist mein Control Room. Hier ist der Buzzer. Willst du mal drücken? Ja, unbedingt. Passiert dann irgendwas? Kannst du mal probieren. Es kommt wahrscheinlich was Großes auch, oder? Ich meine, das letzte Mal hatten wir Publikum auf einmal da. Wir versuchen natürlich schon immer für jede Staffel uns was Besonderes auszudenken. Ach, eine Slotmaschine haben wir. Die wollte ich dir doch zeigen. Guck mal. Warst du schon mal in Las Vegas? Noch nie, tatsächlich. Hallo, herzlich willkommen in Las Vegas. So, jetzt passiert wirklich was. Ja, jetzt passiert was, du wirst staunen. E-U-D-D-Y. Ja, jetzt würde man erwarten, dass da Bulli steht. Jetzt steht da aber Buddy. Was könnte das wohl bedeuten? Joker oder so. Sehr gut. Das ist quasi ein Bonus für die Kandidatinnen oder Kandidaten hier drin. Die können sich einmalig innerhalb der 6 Stunden sich zur Verstärkung für eine Nummer ein Buddy oder wahlweise auch eine Badine reinholen. Weiß hier keiner, weiß auch ich nicht, wer da kommt. 10 Kandidaten. Wer ist alles dabei, diese Staffel? Martina Hill, Cordula Strattmann, Hazel Brugger, Kurt Krömer, Michael Mittermeier, Elton, Joko, Jan van Weydel, Max und Moritz. Max Giermann, Moritz bleibt treu. Da hinten ist der Gong. Ja, ich wollte schon immer. Ich wollte gerade sagen, ich wollte schon immer. Ja, dann hau auf den Gong. Einfach draufhauen. Ich hoffe, ich mache das richtig. Geil, oder? Normalerweise, wenn der Gong ertönt, müssen sich alle anderen hier hinsetzen, müssen lauschen, müssen der Performance zugucken. Weiß nicht, ob du jetzt was vorbereitet hast. Es gibt ja so ein paar Requisiten, vielleicht kann ich da. Gute Idee, klatsch mal zweimal in die Hände, es wird dir gefallen, was da passiert. Richtig schön laut. Ja. Ja, und? Hammer, oder? Wahnsinn. Irre, oder? Das wäre jetzt deine Bühne. Richtig. Ja. Warum kann Miss Piggy nicht bis 70 zählen? Weiß nicht. Weil sie bei. Guck mal, das ist der Locker-Room. Ja. Da können die Leute ihr Zeug verstauen, was sie selber mitgebracht haben. Es gibt auch Dinge im Angebot. Das hier ist ein Angebot von uns. Ja? Das hast du aus deinem Zimmer mitgebracht? Das habe ich noch so übrig gehabt. Ja. Speicher, Keller, alles Mögliche. Bärte, falsche Zähne. Da gibt es auch mal falsche Pommes und ein komisches Bier. Das ist jetzt so der Klassiker. Das sind die, wie gesagt, die Spins mit den vorbereiteten Dingen und Requisiten. Du weißt auch gar nicht, was hier ausgepackt wird und passiert. Nein, das ist ganz bewusst nicht, weil ich will ja auch meinen Spaß haben. Natürlich könnte man denken, das ist alles gescriptet und vorbereitet und geprobt. Ist es gar nicht. Ne? Kurt Krömer ist auch jemand, der spontan so ein unglaubliches Zeug manchmal raushaut, dass es mich wirklich zerreißt. Die 10 Kandidatinnen und Kandidaten hier sind komplett auf sich allein gestellt. Es sind ja 6 Stunden. Da gibt es ja sicher auch mal ein paar Sachen, die einfach gar nicht funktionieren. Jede Folge dieser Staffel ist 30 Minuten lang. Am Ende siehst du 3 Stunden von diesem Wahnsinn. Es gibt Leute, die sagen, oh, sowas müsste man mal live machen. Am Stück, 6 Stück. Ich würde es nicht empfehlen. Jetzt mal Hand aufs Herz. Ja. Wie lange würdest du durchhalten? 10 Sekunden. Mein Problem ist, dass ich ja über Dinge lache, die gar nicht komisch sind. Wollen wir einen Staring-Contest machen? Sich so anstarren? Schon vorbei. Schon hab ich schon. Hier kann man sich schminken, wenn du möchtest. Also falls du noch mal nachlegen möchtest. Ich könnte dir hier noch so ein Kätzchen anbieten. Guck mal, die Batterie ist schon ein bisschen leer. Wenn du möchtest, kannst du dir auch gerne was aussuchen. Ich würde dir was spendieren. Ich hab hier was. Da kann ich das kenne ich nicht. Was LOL im Liegen gucken. Ja. Ich beneide dich. Viel Spaß. Ja, danke. Ich bräuchte noch einen Fernseher. Uli?